willkommen auf meinem Kanal Kochen mit Fang. Jetzt, seit 2 Wochen mache ich schon Abnehmen mit Fang. Aber was heißt Abnehmen? Gesundes Essen. Und hallo Hegel, du hast wieder die erste Kommentar geschreibt. Ich habe gerade, wir drehen gerade und heute 17 Uhr ist unsere Diätrezepte wieder online. Du hast es schon geschrieben. Danke, Hegel, du bist ein Schatz. Okay, was koche ich heute? Wieder Diät. Diät oder gesundes Essen. Ich mache heute eine Suppe. Diese Suppe ist eine rein Gemüsesuppe, aber immer mit Eiern. Ne? Und besteht aus Salat und Karotte, Zwiebel. Und das ist die Kartoffelbrühe. Ich habe das Kartoffel selbst gekocht. Ich habe nicht alle Wasser ausgeschüttet. Wasser lasse ich mal auch rein. Nachher tun wir in Suppe rein. Und außerdem brauchen wir noch Shiitake-Pilz, heute frisch gekauft. Und ein Ei. Ich habe 2 Eier, weil hier ist für 2 Portionen. Für Raul und für mich. Okay, dann fangen wir an. Also, die frische Shiitake-Pilz, ich schneide die Stiel immer ab, aber ihr könnt auch Stiel mitverwenden. Aber die Stiel ist nicht so wie Pilz, bisschen zart, ist ein bisschen schwierig zu kauen. Und Pilz in kleine Würfelchen schneiden, also Shiitake-Pilz in kleine Würfelchen schneiden. Ihr könnt auch trockene Shiitake-Pilz nehmen. Ich habe jetzt in Deutschland, gibt es auch Rewe, sehr viele frische Shiitake-Pilz. Die schmecken mir auch sogar besser. Deshalb nehme ich frisch Shiitake-Pilz ohne Stiel. Und Salat schneide ich auch in Streifen. Und alle auch Mengeangabe steht unten wie immer in meiner Infobox. Und dieses Rezept, Gemüsesuppe, ist wirklich lecker und sehr, sehr low Kalorie. Und seit ich Diätrezepte kochen und ich pinsel immer die Olivenöl rein, Olivenöl in heiße Pfanne, heiße Wok. Zuerst gebe ich Zwiebelchen, also kleine Zwiebel geschnitten und in Schwachhitze andünsten. Und dann erst gebe ich die Würfelchen, Karottewürfelchen und ein bisschen Wasser geben. Lässt auch im Wok kochen. Jetzt schalte mal Hitze Mitte bis Hochhitze. Und circa 2 Minuten dünsten lassen. Und nach 2 Minuten und gebe ich noch ein bisschen Wasser. Und bitte muss auch Karotten immer kochen lassen. Dann gebe ich geschnittene Shiitake-Pilz ohne Stiel, aber ihr könnt auch mit Stiel verwenden. Und auch wieder ein kleines bisschen Wasser geben. Und lass mal Decke auf und dünsten. Und jetzt, Achtung, gebe ich Menge Wasser, wie ihr wollt. Also ich koche für 2 Personen, habe ich 500 Milliliter Wasser gegeben. Und ich habe noch Kartoffelbrei, auch im Wasser. Ich habe Kartoffeln gekocht und Wasser nicht ausgeschüttet. Und dann habe ich zerfeinert. Und gebe ich Kartoffelbrei mit dem gekochtes Wasser rein und dann einmal aufkochen lassen. Und gebe ich den Salat rein. Also wie immer, alle Mengeangabe steht unten im Infobox. Und jetzt ist auch Hochhitze, weil einmal wieder aufkocht,
gebe ich Gemüsepulver, also Gemüsebrühepulver und Salz und weißer Pfeffer. Also je nachdem ihr möchtet. Dann gebe ich ein Ei rein. Und ich habe zwei Eier, weil ich koche zwei Portionen. Für mich und für Raul. Jetzt ist das fertig. Gemüsesuppe mit Eier. Sehr lecker. Und ich tue ein bisschen auch diese Frühlingslauch, diese grüne Teile. Und werde ich jetzt probieren. Also das ist zwei Portionen. Ne? Für wenn jemand eine Diät macht, das ist für zwei Portionen. So. Sieht gut aus. Ob schmeckt? Wirklich lecker, ausgezeichnet. Sehr, sehr gesund und statt einmal Mahlzeit, die alle Menge Angabe steht unten im Infobox. So, das war's für heute. Bis nächsten Donnerstag kommt der nächste Diätrezept oder gesundes Rezept. Tschüss!